Herzlich willkommen zurück zu Pray mit Arezu. Ich bin Arezu. Und wir haben dort hinten noch den großen Technopathen. Diesmal habe ich ihn direkt im Visier, das ist ganz gut. Ich bin ja beim letzten Mal gestorben, kurz bevor die Folge beendet wurde. Oh. Okay, das lief nicht ganz so gut. Versuchen wir gleich nochmal und diesmal besser. Warum habe ich das hier eigentlich nicht eingesammelt? So. Ne, die 4 ist es nicht. So, nachladen. Und ich speichere hier tatsächlich mal. Nur für den Fall, dass ich noch ein paar Mal sterbe, damit ich nicht jedes Mal nachladen muss. Oh Gott. Okay, das ist nicht gut. Okay, ich kann mich nicht da drin verstecken. Das heißt, ich versuche einfach in Bewegung zu bleiben. Na, der schießt ja gerade gar nicht. Okay, der schießt generell nicht mehr. Hat mich ein komplettes Magazin gekostet, aber... War er das? Die zersplittern ja immer so ein bisschen. Ich weiß, da oben ist noch irgendwo ein Mimik. Das hier... Ach ja, und ein Dings, da haben wir da auch noch einen Operator. Da hatten wir noch einen Mimik. Ach ja, und wir speichern sicherheitshalber. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Spiel so viel gespeichert wie in diesem. Da hinten haben wir den Operator, okay. Oh, 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 oh. Wo ist er? Da ist er. Das war einfach. Gut zu wissen, dass Fallschaden für die auch gilt. Und ein paar Q-Strahlzellen, auch das ist was Gutes. So, hier irgendwo ist der Mimik auf jeden Fall. Aber wo, weiß ich nicht. Ach, Moment mal, ich weiß, wo ich ihn gesehen hatte. Da, wo das Feuer war. Die Frage ist, wo ist das? Da oben. Dann kümmern wir uns sicherheitshalber um den noch. Manchmal ist es schneller, einen Umweg zu gehen. Okay, da haben wir das Feuerchen. Okay, wo bist du, Mimik? Erst einmal machen wir das Feuer sicherheitshalber aus. Das hat mich beim letzten Mal getötet. Ach, Gottchen. Ich weiß immer noch nicht, als was der sich getarnt hatte. Bin nicht sicher, ob... Ja, okay, ich habe mal erledigt. Hätte durchaus möglich sein können, dass die immun gegen Fallschaden sind.
So, okay. Dann zurück zu Michaela. Ach ja, für die musste ich ja noch irgendwo ihre Medikamente herholen, ne? Das sollten wir vielleicht mal machen. Ist das hier? Und da O ist, glaube ich, das Lock. Schlüssel zum Königreich. Ich habe mir selbst die Anweisung gegeben, die TARDIS einzuzerstören. Ja, Alex wartet jetzt auf mich im Arboretum, wo er mir seinen geben will. Den Fabrikatorplan. Okay. Das ist schon mal gut, aber das ist nicht, was ich suche. Im Außenbereich. Findet Michaelas Medizin in ihrem Büro. Okay, dazu muss ich dann eben ein bisschen rumfliegen. Das kriegen wir hin. Achso. Die Funken haben mich eben glauben machen lassen, dass da irgendwas wäre. Hier oben haben wir auch einen Medizin-Operator. Der spart mir die Antirats. Vorsicht, Morgan. Der Neustart des Reaktors hat den Gasalarm in der Kühlmittelkammer ausgelöst. Die Turbinen sind wasserstoffgekühlt und jetzt undicht. Der nächste Schuss wäre ihr letzter. Sie könnten genauso gut auf eine Granate feuern. Okay. Sehr gut. Sie haben langsam Ahnung von Technik. Jetzt zum Aufzug. Bevor ich vor ihren Augen sterbe. Meine Lungen haben schon genug zu kämpfen. Aber jetzt auch noch meine Augen. Verdammt. Ja, okay. Ich denke, wir kümmern uns erstmal darum, dass wir die wieder fit machen, ne? Sie hat uns geholfen, wir helfen ihr. Klingt fair. Mikrogravitation entdeckt. So. Den Raumausflug hatten wir schon eine Weile nicht. Haben wir irgendwas, das wir werfen können hier? Das wäre ganz hilfreich. Ich möchte bitte nicht schon wieder... Okay, das Problem mit der Strahlung haben wir jetzt nicht, aber natürlich fliegen die da noch rum. Das war ein Schuss daneben. Oh oh. Mir geht langsam die Munition hierfür aus. Auf jeden Fall können wir uns jetzt natürlich wesentlich freier bewegen. Das ist ganz gut. Ich erinnere mich, dass es ein paar Ziele gab, an die ich nicht rankam, weil ich keinen Zugriff hatte auf die auf den Außenbereich. Dann haben wir die Luftschleuse zum Arboretum. Da können wir auch noch hin, aber da will ich gerade. Oh oh. Kuhstrahlen. Das interessiert den gar nicht. Warum interessiert den das nicht? Jetzt interessiert ihn. Oh, verdammt nochmal. Nicht gut. Aua. Aua. Autsch. Ist das erste Mal, dass ich draußen gestorben bin? Ich halte es für möglich. Schädliche Atmosphäre entdeckt. So, aus irgendeinem Grund kann ich den da... Oh, Michaelas Medizin läuft aus. Das ist nicht gut. So, ich weiß nicht, warum ich den eben nicht erledigen konnte, aber wir versuchen es einfach nochmal.
Das ist definitiv nicht das Richtige gewesen. Achso, nee, Moment, das läuft nicht aus, sondern das zeigt die Zeit an, bis man da ist, oder? Nee, doch nicht, das... Aber es ist einige Zeit noch, ungefähr 1,5 Stunden. Ja, okay, der Strahl hat einfach keine unbegrenzte Reichweite. Und Ausweichmanöver, Ausweichmanöver. Autsch. Okay, der ist erledigt. Und au, ich bin getroffen. Verdammt, mir geht die Munition mit mehreren Dingen aus. Ich muss definitiv zu dem... Morgen, hier spricht Dr. Igwe. Ich habe es in Ihr Büro geschafft. Ich bleibe hier bis Dr. Igwe. Meine Güte, was bist du? Und warum sprichst du mit Morgens Stimme? Ich bin January. Morgan News persönlicher Operator. Also, January. Tut mir leid, dein Eintreffen hat mich ein bisschen geschockt. War ein heftiger Tag. Wenn Sie den Typhon-Befall der Talos 1 meinen, Dr. Igwe... Dann haben Sie recht. Sie gehören zu den wenigen Überlebenden. Ich, ja. Warte mal, funktioniert der Fabrikator? Wenn Sie erlauben, morgen, ich meine, January, könnte ich ihn benutzen? Sie sind autorisiert, an der Station zu arbeiten, Dr. Igwe. Und alles herzustellen, was morgen beim Eindämmen der Typhon hilft. Ich bleibe hier in Ihrem Büro, bis Sie zurückkommen morgen. Ich könnte von Nutzen sein. Moment mal, warum mache ich das eigentlich? Ich könnte... den elektrostatischen Impuls gegen den benutzen. So, wesentlich effektiver. So, damit bin ich den losgeworden. Außerdem liefert der mir was zum Werfen gegen die Zystoiden. Zyhypo, okay, das ist schon mal gut. Hey Leute, fangt! Okay, das lief nicht ganz so wie gewünscht. Kann ich das hier tragen und werfen? Nee, sieht nicht so aus. So, wo war doch gleich... Ich habe mich verflogen. Wo ist die Medizin? Braucht die Medizin? Also ich brauche die Medizin nicht, aber jemand, der ich den ich kenne, braucht die Medizin. Ach doch, das ist da drin direkt. Gut, dann werde ich da wohl rein müssen. Und mal, da haben wir Stühle, ne? Verdammt, das hat nicht den gewünschten Effekt gehabt. Oder? Haben die sich jetzt gerade alle gesprengt oder ich habe es noch nicht vernünftig gesehen? Okay, wir sind im Büro. Da hinten haben wir noch eine Neuromod, immer gut. Neun Millimeter Patronen, Schrotpatronen, sehr gut und die Medizin. Sie haben sie geholt, oder? Sie machen mich wahnsinnig. Sie haben nicht zugehört. Hey, ihr fangt! Ich werf die Dinger zu schnell. Okay, zurück zur Station. Ich glaube, den
Technopathen habe ich gar nicht geplündert. Aber das war jetzt auch nicht das Wichtigste. Sind wir Ikwe eigentlich schon mal begegnet? Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit ihm geredet hatten, aber... Das ist das Problem, wenn man so eine Serie über Jahre streckt. Man erinnert sich an nichts. So. Hallo. Wird natürlich auch noch eine Frage, wie viel es jetzt bringt, sie zu retten. Oberflächliche Verletzung. Nichts, was ein Mädchen nicht heilen könnte. Das dauert nicht lang. So gut wie neu. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Falls wir... ist von unschätzbarem Wert. Ja, halt doch mal die Klappe. Die Frage ist, wie viel das jetzt bringen wird, falls die Talos nicht rettbar ist. Oh Gott, Morgan. Oh, Sie sind immer wieder für eine Überraschung gut. Bitte, direkt in den Hals. Suchen Sie die Einstiche. Allein kann ich das so schlecht. Errungenschaft freigeschaltet, eine Freundin in Not. Und jetzt sehen wir auch, wie sie eigentlich aussehen sollte. Oh Gott, ich kann wieder atmen. Und spür meine Beine. Hab immer noch Punkte vor den Augen, aber die sind bald weg. Danke, Morgan. Ja, kein Problem. Gute Arbeit. Lern ja doch noch was über Technik. Jetzt zum Aufzug. Aber Vorsicht, wer weiß, was hier alles aufgeschreckt wurde. Oh ich Gott. Komme nach, sobald ich kann. Treffen uns in Ihrem Büro. Ja, da wurde sicher einiges aufgeschreckt, was nicht gut ist. Jetzt muss ich erstmal den anderen Aufzug nehmen, nämlich wieder runter. So viele Anrufe heute. Ich habe gefragt, wie Sie auf Michaela reagieren würden. Sie haben Ihr Leben für Sie aufs Spiel gesetzt. Vielleicht wurde durch die Neuromod-Extraktion doch nicht alles gelöscht. Nicht vollständig. Besonders starke Erinnerungen könnten schwache Eindrücke hinterlassen. Intuitive Gefühle. Oder Sie sind mitfühlender, als ich erwartet hatte. Sind Sie sicher, es wäre nicht besser gewesen? Ich will nicht unsensibel sein, aber wenn sie erfährt, dass Sie die Talos 1 zerstören wollen, könnte sie emotional reagieren, da es keinen Weg gibt, die Station zu verlassen. Darüber machen wir uns später Gedanken. So viele Feuer hier. Und so viele Mimics auch. Verdammt nochmal. So, wunderbar. So, den Fabrikator müssen wir erstmal reparieren und dann können wir da eben auch Zeug rausholen. So, wunderbar. Wir brauchen auf jeden Fall 9mm Munition. Okay, 90 Schuss. Wie lange hält das? Beunruhigend kurz, schätze ich, aber wir haben auch nicht mehr so viel von dem Material da, also... verdammt nochmal. Au! Warum ist da was explodiert? Okay, ein bisschen Munition, nachdem ich eben ein bisschen verschwendet habe. Da hatte ich noch Material rumliegen lassen. Oder es lag einfach schon generell Feuer darum. So, Schrott übertragen einmal bitte. Danke. Warum ist denn da die eine Zange mit drin? Kann die Zange nicht kaputt gemacht werden? Doch.
So, ich will noch Schrottmunition haben, bitte. Keine Schrottflinte! Verdammt nochmal. Okay, und nochmal. Na gut, einmal noch. Und während der das macht, liefern wir mal die Schrottflinte ab. Das war jetzt doof. So. Exotisches Material lag da noch rum. Ich schätze, das liegt hier einfach so rum und ich habe es nicht irgendwann selbst fallen gelassen. Okay, mal sehen. Wir haben noch genug Glu, hoffe ich. Die Schrottflinte ist gut geladen. Kuhstrahl wäre sehr schön, wenn wir noch ein bisschen mehr davon haben könnten. Zweimal können wir noch machen. Gegen die Technopathen und Telepathen ist das einfach die beste Waffe. So, okay, ab jetzt kann ich das nicht mehr herstellen. Also generell nichts an Munition, wie es aussieht gerade. Na. Also da kann ich auf den Pfeil drücken, das ist gut. Anzugreparaturkit brauche ich gerade nicht. Eine Neuromod kann ich nicht machen. So, okay. Dann geht's wieder nach oben. Erstmal wieder heilen. Einen Technik-Operator suchen wäre auch nicht ganz schlecht. Dann könnte ich auch mal die Rüstung reparieren lassen. Hallo auch. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Lebensbedrohliches. Sie werden sich bald wieder besser fühlen. Alles erledigt. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Okay, da haben wir ein Phantom. Das ist schon mal ungut. Jetzt haben wir ja gerade Platz, um Dinge mitzunehmen, die wir... Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Geht klar. Hoppala. Das war nicht ganz, was ich wollte. Moment, ging es da nicht noch weiter nach oben? Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Okay, direkt Warnung. Vor uns. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Das wird uns nicht weiterhelfen, denke ich.
Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Warnung. Gefährliche Gaswerte. Ist ja gut. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Das wird noch ein Problem, wenn der jetzt hierher kommt. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Oh Gott. Das war ein doofer Reflex. Ich meine, sie warnt eigentlich die ganze Zeit und dann macht man sowas. Okay, hier entkommen wir dann in der nächsten Folge. Warnung. Gefährliche Gaswerte. Ja, ist ja gut. So, also ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir dort uns versuchen müssen, durchzuschleichen. Bis dahin, lebt wohl, hinter Kommentare und adios.